Einen wunderschönen guten Abend und sehr, sehr herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem Jazzfilmabend mit dem Film Carlo Keeps Swinging. Wie schön, dass wir uns hier im Filmmuseum nach dem großen Jazzjahr in Frankfurt 2004 wieder erneut auf eine schöne, interessante Zeitreise in die Jazzgeschichte Frankfurts vertiefen können. Und ich freue mich sehr, dass die Regisseurin des Films, Elisabeth Oog, heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, da steht sie. Aber dem nicht genug, ich freue mich genauso sehr, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es noch viel seltener ist, dass Anita Honisbohländer heute Abend auch hier ist. A warm welcome to you. Thank you. Im Untergrund hat alles angefangen. Carlo Bohländer hat 1945 in einem Kellerlokal in der kleinen Bockenheimer Straße 18a sein Domizil du Jazz gegründet, den späteren Jazzkeller. Und Elisabeth Oog hat 2008 ebenfalls in einem Keller, aber in einem Keller in der Mainstraße in Frankfurt, den Nachlass von Carlo Bohländer gefunden und daraus mit vielen zahlreichen Interviews und Archivaufnahmen den Film gemacht, den wir gleich sehen werden, Carlo Keeps Swinging. Carlo Keeps Swinging erzählt eigentlich zwei Geschichten. Zum einen ist es natürlich die Geschichte von Carlo Bohländer, einem der besten deutschen Jazz-Trompeter, Motor der Frankfurter Jazz-Szene, Gründer des Domizil du Jazz und, wie es Fritz Rau im Film sagt, die graue Eminenz des Jazz. Lehrer und Vaterfigur für viele Jazzmusiker, nicht nur in Frankfurt, sondern auch außerhalb Frankfurts und darüber hinaus. Er war so vieles, er hatte sehr viele Facetten und viele dieser Facetten werden wir im Film gleich ausführlicher kennenlernen. Zum anderen ist es auch, und das ist die zweite Geschichte, die Geschichte des Jazz in Frankfurt, dessen Anfänge tatsächlich bis in die 1920er Jahre reichen. Damals wurde 1928 die erste Jazzklasse eingerichtet an einer Hochschule, beim Hochschulen Konservatorium. Das geht weiter über die 40er Jahre und die Hochzeit des Frankfurter Jazz in den 50er und 60er Jahren. Und man spricht heute oft vom Frankfurt Sound und davon, dass Frankfurt lange Jahre die Jazzhauptstadt Deutschlands war. Oder vielleicht auch immer noch ist, man weiß es nicht. Carlo Keeps Swinging hatte seine Vorabpremiere im Historischen Museum im Rahmen des Projekts Bibliothek der Alten und seine eigentliche Uraufführung dann beim Lichter Filmfest im März diesen Jahres. Und dort hat der Film auch den Publikumspreis gewonnen. Sehr zu Recht, wie ich finde. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Am Ende dieser Vorführung beim Lichter Filmfest gab es ein kleines improvisiertes Konzert mit Jazzmusikern, Protagonisten aus dem Film und mit Anita Honisbohländer, die auch aufgetreten ist. Dieses Vergnügen werden wir heute leider nicht haben, aber ich freue mich sehr auf das anschließende Gespräch mit Elisabeth Oog über den Film und Sie sind sehr, sehr herzlich eingeladen, viele Fragen zu stellen zum Film, zu Carlo Bohländer, was auch immer Ihnen einfällt. Jetzt wünsche ich Ihnen beschwingte 84 Minuten und bis später. Und nochmal herzlichen Dank, dass du da bist. Also ich freue mich sehr, dass Sie heute hier gekommen sind, um den Film anzuschauen. Wie gesagt, habe ich 2008 Anita Honisbohländer in der Balalaika kennengelernt und war damals auf Wohnungssuche. Und sie hatte mir dann die Wohnung von ihrem verstorbenen Mann empfohlen. Ich bin dann da quasi eingezogen und habe im Keller seinen Nachlass gefunden. Also beim Öffnen der Türe fielen mir schon die ersten Dokumente entgegen. Und wir haben insgesamt ein halbes Jahr gebraucht mit freiwilligen Helfern, um den Keller auszuräumen. Also die Wohnung war dann zum Schluss gefüllt mit blauen Müllsäcken. Und dann stand auch kurz der Umzug nach Berlin vor der Haustür und der halbe Umzugswagen war dann gefüllt mit diesen Müllsäcken. Und in Berlin wurde dann nochmal der Nachlass genauer recherchiert. Das heißt, die 30 Müllsäcke wurden dann, also nicht 30 Müllsäcke, sondern die Müllsäcke wurden dann in 30 Kisten sortiert. Und da kam dann auch langsam die Idee, dass zum Film. Und der erste Interviewpartner war 2009 Fritz Rau. Und dann kam quasi durch Recherchen eins
zum anderen. Ich hoffe, Sie haben heute Spaß und wünsche Ihnen viel Freude beim Filmschauen. Ich bin nach dem Film hier gerne für Fragen. Ich stehe Ihnen da gerne zur Verfügung. Danke. Ich begrüße noch einmal sehr, sehr herzlich Elisabeth Oak. Bitte komm nach vorne. Danke. Ich glaube ja, dass zumindest Badesalz bei Carlo Boländer abgeguckt haben, aber... Das ist jetzt nicht das Thema. Fangen wir doch einfach nochmal, bevor Sie dann auch gerne eingeladen sind, Fragen zu stellen, bei der ganz ursprünglichen Ursprungsgeschichte und der Entstehungsgeschichte deines Films an. Du hast 2008 die Wohnung bezogen, in den Keller geguckt, die Fundstücke gefunden, 2010 dann wirklich mit dem Film angefangen und 2014 fertiggestellt, 2015 war Premiere. Erzähl uns doch bitte einfach nochmal, wie das tatsächlich auch zu der Begegnung mit Anita kam, wie ihr euch kennengelernt habt, wie du dann und warum du diese Wohnung bezogen hast und wie, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, der erste Eindruck war, als du diese Kellertür aufgemacht hast. Ja, also ich hatte bei Anita ein paar kleinere Auftritte und also in der Balalaika in Sachsenhausen, dadurch habe ich sie kennengelernt. Und ich war eben zu dem Zeitpunkt auch auf Wohnungssuche und dann habe ich ganz spontan an der Bar John erzählt, ja, ich bin gerade auf Wohnungssuche, ganz verzweifelt. Und er hat, Anita und John haben mir dann gesagt, dass die Wohnung von Carlo Boländer frei ist. Und ich wusste bis dato auch nicht, wer Carlo Boländer ist. Also ich hatte mich mit Jazz beschäftigt und selber auch Jazz-Rezensionen geschrieben und gesungen. Aber ich wusste bis dato nicht, wer Carlo Boländer ist. Ich bin dann quasi in die Wohnung eingezogen und habe dann beim Ausräumen der Wohnung im Keller Carlos Nachlass gefunden. Und ich bin dann wieder zu Anita und habe dann gesagt, sag mal, ja, was ist das eigentlich im Keller? Und dann hat sie eben erzählt, das ist der Nachlass von ihrem Mann. Und sie hat mir etwas über die Geschichte und ihren Mann erzählt. Und ich habe sie zu dem Zeitpunkt auch, also ich bin dann nochmal zurück, habe das alles dann nochmal gesichtet. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich einfach den Schatz quasi heben darf. Und sie hat mir dann die Erlaubnis gegeben, dass ich mit dem Material arbeiten darf. Das war die Vorgeschichte und ja. Dann bist du mitten reingehüpft und gesprungen in ein Riesenprojekt, von dem du vorher, das hast du mir vorhin erzählt, überhaupt nicht wusstest, was da eigentlich alles auf dich zukommt. Du hast, du warst Sängerin, du hast als Journalistin gearbeitet, ein Studium angefangen, aber noch nie wirklich einen Film gedreht, geschweige denn einen Dokumentarfilm, der sich aus so einer riesengroßen Materialfülle speist. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war und was du dir überlegt hast und wie du dann faktisch angefangen hast mit dem Film. Einfach so, ohne Konzept, ohne Anleitung, einfach mit dem ganzen Material. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen, wie sich das dann tatsächlich mehr anderen entwickelt hat, wie du dein Team gefunden hast und wie der Film schlussendlich zu dem geworden ist, was wir jetzt gerade sehen konnten. Also ich habe, es ist tatsächlich mein erster Langfilm und ich bin dann einfach ins kalte Wasser gestürzt. Also nachdem ich das ganze Material recherchiert hatte, wusste ich, zuerst stand eigentlich die Buchidee im Raum und dann später nach Sichten der Magnetophonbänder, der VHS-Kassetten und der ganzen Schallplatten. Ich musste mir dazu dann extra Geräte bei eBay kaufen. um das alles auszuwerten. Und dann war eigentlich klar, dass der Film, dass es ein Film sein soll. Ich habe mich dann erstmal in die Geschichte reingelesen. Ich musste das ganze Material recherchieren, habe dann auch öfter mit Anita gesprochen
Und bin dann auf den ersten Zeitzeugen, auf den Herrn Fritz Rau gestoßen zu dem Zeitpunkt. Das war 2009. Und dann hast du nach und nach die jetzt im Film zu sehenden Protagonisten gesucht, gefunden und mit ihnen Interviews geführt. Die waren, erzähl uns das doch bitte nochmal, dann schon mit dir auf dem Zettel gestanden? Wusstest du schon, mit wem du sprechen willst, oder hat sich das nach und nach entwickelt? Also das hat sich dann nach und nach entwickelt. Ich habe mich auch immer für die Interviews sehr akribisch vorbereitet, aber man weiß einfach nicht, was einen dann erwartet. Und ich muss sagen, also die Zeitzeugen haben sehr offen reagiert und es war eine sehr herzliche, offene Atmosphäre. Also die Interviews verliefen sehr gut. Und einer der ersten Schritte war auch, ich bin quasi durch eine Annonce zum Kameramann gekommen. Ich habe dann erstmal einen Kameramann gesucht und einen Tonmann und Licht, und mit denen ich eben zusammenarbeiten konnte. Und ja, also auch auf eigene Faust, auf eigenes Risiko. Und das war der Stefan Neudeck und der Josef Ackerbrand. Und die haben dann angeboten, dass sie eben am Anfang auf Rückstellung arbeiten. Das passte dann ganz gut. Und ja, also der erste Zeitzeuge war dann Fritz Rau, und dann kam einfach eins zum anderen. Das hat sich dann, der ganze Kreis hat sich dann geschlossen. Und die Protagonisten sind das eine, aber wir sehen im Film auch sehr viel tolles Archivmaterial, unter anderem sehr besondere und lustige und interessante und berührende Aufnahmen von Carlo Bohlender. Woher stammen die denn alle? Oder auch die anderen Archivaufnahmen von den Mangelsdorfs? Also es gibt da VHS-Aufnahmen, das sind also diese Interviews, die wurden im Jazz-Institut Darmstadt gemacht. Das war, glaube ich, in den Mitte 80er Jahren mit dem Herrn Wolfram Knauer. Das war ein Oral History-Interview im Jazz-Institut Darmstadt. Und die anderen Aufnahmen zum Schluss im dritten Teil des Filmes, das sind VHS-Aufnahmen von Heiner Merkel. Die hatte ich von seiner Tochter bekommen. Das sind 10 VHS-Kassetten von Heiner Merkel, wo sich die beiden selber privat filmen. Und die habe ich eben im dritten Teil eingesetzt, weil der dritte Teil auch das Thema Vergänglichkeit zeigen soll. Dann noch eine Frage von mir zum Film selber oder zur Filmästhetik, und dann lade ich Sie herzlich ein, auch Fragen zu stellen. Was ich besonders finde an deinem Film ist, dass es nicht nur in Anführungsstrichen Dokumentarfilm mit Talking Heads ist, sondern du hast dir sehr viel zusammen mit deinem Team, deinem Kameramännern, deiner Cutterin über auch den filmischen Ausdruck Gedanken gemacht. Was ich sehr besonders finde, sind die Animationen im Film und die Splitscreen-Technik, die du angewendet hast. Erzähl uns doch nochmal, was es für ein Prozess war, genau in diese Richtung zu gehen, den Film mit solchen Aufnahmen oder mit solcher Filmtechnik und Kameratechnik lebendiger zu machen oder anders zu machen als übliche Dokumentarfilme. Also bei den Splitscreens ging es darum, dass dass wir einerseits die Vergangenheit und die Gegenwart darstellen wollten. Und wir waren dann auch inspiriert von diesem 60er-Jahre-Stil. Also es gab viele Filme in den 60er-Jahren, die im Splitscreen gedreht worden sind. Und von den Animationen, da war ich auch inspiriert von diesen ganzen Filmplakaten aus den 50er, 60er Jahren. Das ist einfach ein jazziges Stilelement. Und da hatte ich schon eine konkrete Idee im Kopf und auch nach jemandem gesucht, der das umsetzen kann. Und dann habe ich über YouTube die Animationsfrau gefunden und dachte, ja, das ist es, die möchte ich haben. Und habe die dann angeschrieben, und sie war dann bereit, die Animation für den Film zu machen. Also sie hat jedes Bild einzeln gezeichnet und abfotografiert. Sehr beachtlich. Dann schießen Sie los, falls Danke. Jemand eine Frage hat. Wir haben auch ein Mikro, das gerne zu Ihnen kommt. Risiko losgelegt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Okay.
Also der komplette Weg war, was das Finanzielle betrifft, also eigentlich recht steinig und wir haben sehr viel improvisieren müssen. Das heißt, ich hatte halt ab und zu mal Dayjobs, nennt man das, um das zu finanzieren. Und in der letzten Etappe hat mich maßgeblich mein Mann Oliver Stock unterstützt. Also er hat auch das Filmplakat gestaltet, neben seinem Hauptberuf. Also wir haben komplett improvisieren müssen. Oh, also darüber denke ich gar nicht nach, weil ich habe da einfach sehr viel Herzblut reingebracht, sehr viel Leidenschaft und es kam auch für mich gar nicht in Frage, auf Hälfte der Strecke aufzugeben, weil ich bin dann schon so weit gelaufen und dann hört man nicht auf. Sie haben Hoffnung in der ganzen Sache weiter drin. Das ist aufgrund, dass er bei Kalender sehen, dass er die Hoffnung irgendwann hat fallen lassen und hat aufgehört, Trompete zu spielen, nachdem er so hart dafür gekämpft hat, dass doch das Spiel werden kann. Und es gibt, also ich will jetzt nicht sagen, wer es gesagt hat, aber also ich, ein Jazzprofessor, der hat gesagt, also der, nachdem er sein halbes Leben in den Jazz reingesteckt hat, bitte erwähnen, dass Rock Jazz in meiner Gegenwart nicht mehr, der Jazz ist tot. Ja, und so Sätze, oder diese Ilse Storb, die ist aufgestanden bei Maischberger, hat einen Nazi-Gruß in die Kamera gemacht und hat gesagt, Deutschland hat eine nationalsozialistische Kultur. Und das ist aktuell, also das hat die jetzt vor einem Jahr, habe ich das gesehen im ZDF, ich bin auch gedacht, um Gottes Willen, ich habe verstanden, was sie meint. Also ich denke, wenn man so einen Film, wenn man so einen Film macht, darf man gar nicht an Verlust oder an solche Sachen denken, dann kann man gleich aufgeben. Weil man muss einfach sehr langfristig denken. Ein Film dauert einfach sehr lange, bis sowas fertig wird. Und natürlich glaube ich an meinen Film, das ist ja klar, sonst brauche ich das gar nicht anzufangen. Und mich haben auch einfach die Zeitzeugen berührt. Ich dachte, ihre Geschichte muss einfach erzählt werden. Und ich habe diese Euphorie in ihren Augen gesehen, als sie ihre Geschichten erzählt haben. Also man ist dann auch nicht mehr die gleiche Person nach so einem Interview, nach so einem kompletten Filmprojekt. Also das verändert ja einen auch komplett. Und ich möchte das Ganze auch gar nicht missen. Also ich würde den Weg nochmal laufen. Ich finde es auch gut, dass ich ins kalte Wasser gestürzt bin, dass ich da nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Weil man dann einfach unvoreingenommen an die Sache rangeht. Und was Carlo betrifft, ich denke, er ist immer dem Jazz treu geblieben. Also man verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Er hat sich zwar dem Spielen abgewendet, aber er hat sich dann intensiv der Theorie zugewendet. Er hat ja mehrere Jazz-Theorien veröffentlicht. Er hat viele Jazzmusiker damit beeinflusst. In der Anfangszeit zumindest. Es gab ja nichts Vergleichbares zu dem Zeitpunkt, wo er seine Jazz-Theorien zusammengefasst hat, zumindest anfänglich. Und ich denke, dass er schon sein Leben lang dem Jazz treu geblieben ist. Aber der Jazz hat sich eben auch weiterentwickelt. Und er hat dann den Jazz, denke ich, anders ausgelebt. Und er hat ja auch den Storyville gehabt, das Down by the Riverside und das Domicil. Und da hat er einfach im Hintergrund die Fäden gezogen. Vielleicht kann ich noch mal was dazu ergänzen. Ja. Carlo war ja ein super Trompeter und irgendwann hat er damit aufgehört. Aber Carlo hat nie aufgehört, Trompete zu spielen. Carlo hat weitergespielt. Ich gehöre also zu einer der ältesten Frankfurter Bands, das sind die Swing Stars, gegründet 47. Und in den 60er Jahren hat Carlo mit uns in amerikanischen Clubs gespielt. Er ist dann nicht mehr ganz groß in Erscheinung getreten, aber er ist mit einer routinierten Band, die heute noch spielt, jatzig aufgetreten in amerikanischen Clubs. Und dann hat er nochmal zum Instrument gegriffen, das muss so gewesen sein, 70er, 80er Jahre. Da gab es in Sachsenhausen eine Kneipe, die hieß Jazz Life.
Der habe ich also auch jahrelang gespielt und die Swing Stars haben dort gespielt. Und da hat der Carlo auch mitgespielt. Und da wir einen Trompete hatten, der ist heute auch übrigens hier, hat der Carlo meistens Fendil-Posaune gespielt in dieser Zeit. Also er hat weiterhin ein Instrument gespielt, aber nicht mehr auf der großen Bühne, sondern um routiniert auch Interpret zu sein. Genau. Darf ich übrigens vorstellen, das sind zwei Zeitzeugen aus dem Film, die auf der Couch saßen. Das ist Rudi Blesing und Ernst Ruprath, die heute im Publikum sind. Zum einen wollte ich sagen, dass das insgesamt auf jeden Fall ein Gewinn ist für die Frankfurter Jazz-Szene. Der Film ist toll gelungen. Und in dem Zusammenhang wollte ich wissen, ob ich den kaufen kann, als Blu-ray oder als DVD. Also die DVD wird es erst nächstes Jahr geben, nach der Kinoauswertung. Dann ist auch eine DVD auf jeden Fall geplant. Also Sie können uns über die Firmenwebseite, über die Ork und Stock Filmproduktion, über Facebook, da gibt es eine extra Facebook-Seite für Carlo, oder es gibt dann noch eine eigene Webseite, also carlokeepswingin.orgfilm. Ja, wobei du hast ja auch erzählt, also du bist gerade auf Kinotour durch Deutschland und wirst im Herbst nochmal eine Kinotour machen und es kann durchaus gut sein, dass Carlo Keepswinging in Frankfurt nochmal zu sehen sein wird. Vielleicht nicht hier, aber in einem anderen Frankfurter Kino. Also auch das ist nochmal eine Gelegenheit. Also es sind Aufführungen geplant im Monopol-Kino im Herbst und im Historischen Museum nochmal. Nach dem Kompliment zu Ihrem Film gleich die Frage, die auch was mit der mit den Produktionsmitteln und mit der Produktion zu tun hat. Sie haben gesagt, dass Sie schon unterwegs waren mit dem Film zu einer Kinoauswertung. Also hier in der Region Frankfurt ist er mit Sicherheit von ganz spezifischem Interesse. Was passiert, wenn Sie den in Hamburg vorführen oder in München? Oh, das kann ich jetzt gar nicht abschätzen. Also Sie haben noch keine Erfahrungswerte sozusagen? Nein, ich habe nur Erfahrungswerte bisher im Süden. Das heißt, im Moment sind Kinos in Hamburg und in Berlin im Gespräch. Da bin ich dran mit meiner Kollegin. Und ich habe nur Erfahrungswerte aus Heilbronn, aus Bamberg. Da war die Resonanz bisher sehr gut. Oder Ochsenfurt, meine Heimatstadt. Und da gab es sogar jemand, der mit einer Platte kam, wo Carlo mitgespielt hat. Da war ich sehr überrascht. Also da kannte man Carlo. Ja. Hier vorne, noch ganz kurz hier vorne. Nur ganz kurz, wie viel Material hattest du ursprünglich? Wie hast du das runtergekriegt? Du meinst das die Dokumente oder das? Also alles, was du gefilmt hast. Und das ist ja jetzt, keine Ahnung, wie lang war das heute Abend? 84 Minuten. Also mit dem HR-Material zusammen, mit den VHS-Kassetten, ich kann das nur grob abschätzen im Nachhinein. Ich glaube, das waren wahrscheinlich 100 Stunden Material, vielleicht ein bisschen weniger. Und dann gab es ja eben noch die Magnetophonbänder, es gab Kassetten, es gab die Dokumente und es gab sehr viele verschiedene Ebenen, die wir einbinden mussten. Also ich muss da tatsächlich ein ganz herzliches Dank an die Protagonisten aussprechen. Also ohne ihre Offenheit wäre dieser Film gar nicht möglich gewesen und all die Leute, die den Film mit unterstützt haben durch ihre Arbeit. Ganz hinten war noch eine Frage. Ja, mir ist nur aufgefallen, dass diese Zeichnungen
immer eine Trompete enthielten, aber die Musik war immer ein Saxophon. War das beabsichtigt oder war es einfach, weil das halt die einzige Musik war, die da... Nee, das war nicht beabsichtigt. Also es hat einfach, ja, also einerseits hatte mir die Musik gefallen und ich hatte ja auch tatsächlich Schwierigkeiten wegen der Musikrechte. Ich konnte ja nicht jedes Musikstück verwenden. Ich musste auch selber die Musikrechte über ein Jahr lang verhandeln mit den ganzen Verlagen. Und da musste ich halt irgendwie Kompromisse eingehen. Ich habe gedacht, das fällt jetzt nicht auf, aber... Ja. Es ist improvisiert. Genau. In dem Film wurde auch gesagt, dass während der Nazi-Zeit auch die Jazzmusik weitergelebt hat. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also ich meine, es ist ja laut und die Nachbarn sollen es nicht mitkriegen. Also wie wurde das gemacht? Also es gab ein, das wird erzählt, es gab, im Film wird das auch erzählt, es gab ein Lokal, ich glaube, das war die Rokokodile und das hatte drei Räumlichkeiten und die haben dann ganz hinten Musik gemacht. Und dann gab es jemanden, der vorne war und wenn die Nazis dann kamen oder die SS, die wurden dann schnell gewarnt, sodass sie dann ihre Sachen zusammenpacken konnten und schnell durch die Hintertür verschwinden konnten. Und ja, also die mussten sich ständig verstecken, die mussten auch die englischen Titel in deutsche Titel umwandeln. Und da sagt ja auch der Carlo, die konnten ein Feuerwehrsignal von einer Jazznote eigentlich gar nicht unterscheiden. Ja. Mir geht es gerade darauf, ein bisschen so wie dem Peter Reiter, dem Saxophonisten vorhin. Also ich bin noch mit zwei Carlo Boländer Büchern der Harmonielehre und Geschichte und Rhythmus sozusagen sozialisiert als Musiker. Und in dem einen Buch, da schreibt er selbst... das ist so heute ähnlich wie bei, oder früher, wenn man bei einer Tanzmusikveranstaltung wahrscheinlich spielt, dass man sagt, okay, wir schmuggeln da jetzt was rein. Und ansonsten der Tiger Rag, der heißt dann eben der Tiger von Eschnapur, mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber hier, das läuft unter Tanz- und Unterhaltungsmusik, genauso wie im Ostblock später. Und kriegt halt einen anderen Titel wegen der GEMA heute. Und das war's dann. Also wenn jetzt irgendwelche Hardcore-SA-Leute kommen, heißt es natürlich, okay, Noten weg und spielen wir halt. Vielleicht nicht gerade den Horst Wessel, aber irgendwas halt. Also so ungefähr ging das jedenfalls in Frankfurt oder in Hamburg. Also ich nehme an, in Passau oder so wird das nochmal anders gewesen sein oder Nürnberg. Ja. Wo vorhin schon so viele nach der DVD gefragt haben oder nach der weiteren Kinoverführung, was passiert denn jetzt mit den ganzen 30 Kisten, die an Material existent sind, die zum Teil bei dir in Berlin sind, die zum Teil schon aufbereitet sind? Wie geht es jetzt weiter? Du hast vorhin auch kurz ein Buch noch erwähnt. Genau, es soll zu dem Film einen Soundtrack geben und eventuell, also ein Buch erstmal. Und also ich habe die Erlaubnis von der Familie, damit noch weiter zu arbeiten mit dem Material. Und wenn ich quasi damit fertig bin, muss es der Nachlass dann an die Familie zurückgegeben werden, an die Anita und an John. Und was wir im Moment auch machen in Berlin, das ganze Material wird gerade digitalisiert, also gesichert und eingescannt. Seit 2 Monaten und ja, damit das einfach nicht verloren geht. Wie sind die Feedbacks, wenn Sie das öffentlichen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten anbieten? Gibt es da irgendwelche Resonanzen? Sind die bereit, das zu senden? Also es dauert alles. Es sind halt bei den öffentlichen Rechtlichen ist es halt ein sehr langer Weg. Und es dauert, also ich bin im Gespräch tatsächlich, aber es dauert einfach, bis da irgendwas passiert. Es gibt wenig Sendeplätze, zu viele Filme und
Daher, ich denke, dass der wahrscheinlich irgendwann im Fernsehen gezeigt wird, aber das ist noch ein langer Weg. Und vorher gibt es ja noch die Auswertung, also vorher muss er ja erstmal in den Kinos gezeigt werden und es gibt ja vorher nochmal einen ganz anderen Weg, bevor er im Fernsehen gezeigt werden kann. Dann hoffe ich, dass du noch viel Erfolg haben wirst mit deinem Film und auch mit deinen nächsten Projekten, was auch immer es sein wird. Und dann würde ich sagen, schließen wir für heute Abend. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Danke Anita und Unis Polender und allen anderen, die heute Abend hier sind. Guten Nachhauseweg und wenn Ihnen Carlo gefallen hat, was ich sehr hoffe und glaube, dann erzählen Sie es weiter und bei der nächsten Vorführung im Herbst kommen dann hoffentlich wieder sehr viele. Guten Nachhauseweg und vielen Dank. Danke.